Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Metro Exodus. Wir haben in der letzten Folge den Teddybären gefunden. Ja, die typischen Ruckler. Wir wollen jetzt gucken, dass wir wohin kommen? Nach dort. Dort will ich hin. Ne, da war der Teddybär, der ist jetzt weg, da war ich eben. Also weiter in die Richtung, den Schienen weiter folgen. Immer noch auf der Suche nach Kraftstoff, um diesen einen blöden Generator anzukriegen. Das wäre natürlich nochmal ein richtiges Highlight. Okay, der Metalldetektor schlägt aus. Das glaube ich, dieses Piepen. Okay, der Metalldetektor hilft dir auf jeden Fall schon mal ein bisschen. Hier muss ich jetzt zum Beispiel gar nicht rein, weil ich weiß, dass da nichts drin ist. Frage ist, funktioniert der auch für diese chemischen Sachen oder wirklich nur für Teile? Okay, jetzt sind wir hier hinten schon. Da ist diese große Fabrik. Munition immer noch ein bisschen sparsam mit sein. War ich da schon? Ist das dieses große Gebäude, wo ich oben drauf war und so? Nee, das ist viel zu weit weg. Da, wo ich gewesen bin. Also können wir uns das hier nochmal angucken. Das, was mich halt stört, ist, dass da nochmal wieder so ein Fliegeviech ist. Ich glaube, teilweise könnte dieses Piepen echt nervig werden. Nehmen wir erstmal die Leiter, gucken uns das Ganze von oben an. Können wir uns auch schon mal einen Überblick verschaffen über das, was unten noch da ist. Du mieser Scheißkerl, Silantius. Hier gibt es gar nichts mehr. Doch, hier geht's weiter. Ich glaube, da liegt noch jemand. Müssen wir uns merken. Oh, dieses Ruckeln ist gerade wieder extrem. Ich habe jetzt hier auch mal so ein paar Anzeigen geöffnet. Also mein Arbeitsspeicher ist tatsächlich bei 74% nur vom Spiel. Das finde ich natürlich schon ein bisschen heftig. Also was heißt nur vom Spiel? Das Spiel hat natürlich schon einen hohen Verbrauch, aber der Rest vom PC kommt ja auch noch dazu. Ah. Okay, hier. Ich wusste doch, hier muss es noch irgendwie weitergehen. So. Aha. Nochmal ein Haufen Bauteile fürs Sturmgewehr. Oh Scheiße, jetzt hat der mich gesehen. Das ist natürlich gar nicht gut. Vielleicht bringt das was, wenn ich einfach weglaufe. Ja, bauen wir trotzdem ab. Da ist zwar nicht viel dran.
Also nichts Neues mehr. Okay. Hier soll aber noch irgendwas drin sein. Hatte ich den schon? Ah, Kiste. Ja, so hilft dieser Metalldetektor ja doch ein bisschen. Okay, da war noch ein Gegner. Jetzt muss ich sagen, nervt mich dieser Metalldetektor aber. Weil der mir sagt, hier ist definitiv noch was, ich aber nichts sehe. War das da drin? Keine Ahnung, ich habe es auf jeden Fall gefunden. Also ich meine, natürlich ist es schön, wenn man alles mitnehmen kann, weil man alles gefunden hat. Wenn man irgendwas übersieht und das Ding dann die ganze Zeit rumpiept, macht einen das schon ein bisschen verrückt, finde ich. Okay, hier in der Mitte war noch einer. Da fallen wir mal besser nicht rein. Gucken wir jetzt hier unten nochmal ein bisschen um. Taschenlampe die ganze Zeit angehabt. Was ein Stromverbrauch. Das Gute ist auf jeden Fall, dass man die Taschenlampe einfach so on the fly wieder aufladen kann. Ohne dass man dafür jetzt irgendwie blöd Batterien suchen muss oder sowas. Okay, ich glaube, dann sind wir hier auch soweit fertig. Das fette Fliegeviech lassen wir mal schön in Ruhe. Das lassen wir mal fettes Fliegeviech sein. Gehen wir nochmal ein Stück hier auf die Rückseite von dem ganzen Kabums. Geht doch. Guck mal, was es hier noch so gibt. Ach, da waren ja noch Leute. Die scheinen aber auch, das scheinen auch nette Leute zu sein. Da, ein Ketzer! Ha, als ob wir hier nicht schon genug Probleme hätten. Was darf ich denn für euch tun? Er will uns mit seiner Waffe Angst einjagen. Ach so. Waffe runternehmen. Wie ich sehe, bist du vernünftig, Reisender. Du hältst uns deine Waffe nicht vor und scheinst unseren Glauben zu respektieren. Ja. Trotzdem haben wir keine Zeit, mit dir zu reden. Warum nicht? Wir sind Paladine. Krieger des wahren Glaubens. Und wir haben eine Mission. Okay. Wir müssen die Dämonen der Elektrizität allein mit unserem Glauben besiegen. Deshalb stellen wir die heiligen Symbole um uns herum auf. Außerdem müssen wir unsere Gebete aufsagen, denn jeder Fehler könnte uns das Leben kosten. Deshalb solltest du besser gehen. Danke, dass du dich so freundlich verhältst, aber trotzdem, für einen Außenseiter ist es hier gefährlich. Und mit deinem fehlenden Glauben... Okay, dann gehe ich halt. Ich dachte, ihr könnt mir vielleicht ein bisschen Kraftstoff geben. Das wäre mega nett gewesen. Aber ihr habt sowas wahrscheinlich selber nicht. Hä? Was war hier? Hier war was. Ist wahrscheinlich drin. Nee. Hier. Hä? Okay, ich hab's gefunden, wie auch immer.
Okay. Gucken wir nochmal auf die Karte. Ja, jetzt können wir uns langsam in das letzte, in den letzten Abschnitt dieses Gebiets begeben. Da muss es dann ja jetzt auch bald die Motordrasine geben. Die wir natürlich noch als Hauptmission ganz eifrig suchen. Nichtsdestotrotz hätte ich gerne Kraftstoff. Was ist das denn hier für eine Kneipe? Hier hat jemand auf jeden Fall aufgeräumt, würde ich sagen. Oh, von allem mal so ein bisschen was mitnehmen hier. Hier liegt noch was. Nicht schießen! Bitte nicht schießen! Ich weiß nicht. Es war doch nur ein Spiel, wie jedes andere. Aber eines von diesen Arschlöchern hat gemogelt und er hat zuerst gezogen. Und bevor ich überhaupt irgendwas sagen konnte, ging es schon los. Sie treten alle durch. Ich konnte nichts machen. Nichts, sage ich dir. Ja. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich nur? Und wer ist das? Hat Kleber ihn geschickt? Hat Boba die Moneten vielleicht selbst genommen? Ach, was mache ich denn jetzt? Ich lasse ihn nur am Leben. Es ist halt wirklich eine Kneipe. Ich habe das so gut erkannt. Ich weiß ja wohl, wie eine Kneipe aussieht. Okay. Natürlich wieder das Spiel, was perfekt auf Klettern ausgelegt ist. Nutzt Klettern für irgendwas. Genauso wie Far Cry 3. Vor kurzem ja auch erst im Stream durchgespielt. Auch eine Steuerung, die einfach zum Klettern nicht ausgelegt ist. Aber nein, man muss die Funktürme einnehmen. Neuer Außenposten hier, so ein Stützpunkt. Ja. Oh, Erste-Hilfe-Koffer. Dies ist meine letzte Kassette. Also muss ich sie zu etwas Dauerhaftem machen. So, und wie schön das Ding auch ist, aber den nehme ich, glaube ich, wieder runter. Der piept ja die ganze Zeit nur rum. Oha, bisschen weniger Genauigkeit, aber enorm mehr Stabilität. Und ein langen Lauf. Könnt natürlich jetzt den draufpacken. Pack das Scharfschützenvisier drauf. Geh dann damit auf Sniper. Und nutze das Ding hier eher als normales Sturmgewehr. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee für den weiteren Plan. Können wir nochmal schlafen. Diesmal aber bis Nacht. Weil wir jetzt ja rein müssen, um diese Motordrasine zu holen. Und vielleicht können wir da in der Dunkelheit ein bisschen versteckter sein. Es lohnt sich dann vielleicht nochmal. Die Dunkelheit ein bisschen zu unserem Vorteil nutzen. Wie konnte man sich denn jetzt nochmal seine Hand angucken? Z? Ja.
Okay, ich habe jetzt immer noch den Metalldetektor drauf. Ich habe vergessen, den abzunehmen. Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ich habe das gerade vergessen. Nur um die Waffen gekümmert. So, Kompass wieder ran. Was ist das? Armschutz. Achso, das ist das Standardding ohne irgendwas. Aber dann hauen wir den Kompass wieder drauf. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Hier können wir auch mal wieder reparieren. Die sind soweit in Ordnung. Hier habe ich noch alles. Das ist gut. Also, weiter geht die wilde Reise. Achso. Ja, das wollte ich gar nicht. Oha. Es kommen wieder die Ruckler. Das ist ein vernünftiges Scharfschützengewehr jetzt. Und standardmäßig muss ich dann jetzt das hier benutzen. Als normales Gewehr. Aber ich glaube, für dieses Gewehr ist auch die Munition ein bisschen simpler herzustellen. Also verbraucht weniger Teile. Als für die AK. Ganz, ganz langer Lauf nochmal für die Schrotflinte. So, Taschenlampe einmal aus. Kann ich nochmal aufladen. Hierfür kann ich nochmal... Achso, der Druck ist auf Maximum. Luftdruck. So, und jetzt müssen wir die Motordrasine finden. Warum wird er so schön angeleuchtet? Warum hat man da extra Licht hingebaut? Ich weiß nicht mal, wo das Licht herkommt. Da komme ich nicht rüber. Nach unten möchte ich aber eigentlich auch nicht. Schaffe ich das? Ja. Okay, aber wie komme ich denn jetzt da rein in die Bude? Muss ich nach da unten? Man muss doch auch irgendwie anders da reinkommen, oder? Was war hier noch? Das ist ein großes Tor. Und hier an der Seite... glaube ich auch keinen Eingang. Na, irgendwie muss man ja da reinkommen. Das Problem, was ich nur sehe, ist, dass unten überall Wasser war. Das macht natürlich runtergehen jetzt nicht ganz so attraktiv. Da, überall Wasser. Das wird auf jeden Fall nichts. Das kann ich gleich sagen. Wo geht's hier jetzt eigentlich hin? Ist das wieder zurück auf die andere Insel? Scheint so. Ah, okay. Ich komme hier nicht mal rüber. Aber hier müsste ich ja eigentlich überall schon gewesen sein. Oder brauche ich hierfür wieder ein Boot, um da reinzukommen? Ist ja auch wirklich überall Wasser. Oder komme ich hier irgendwie nach oben auf das Dach? Und von da aus dann rein? Ich glaube nicht.
glaube tatsächlich, ich brauche ein Boot oder sowas. Und muss dann von der Seite da rein. Hallo, du da. Also irgendwie von da vielleicht. Weiß nicht, ob da noch ein Tor ist. Ich weiß aber auch nicht, ob hier ein Boot überhaupt ist. Wenn ich von da aus rüber soll, muss hier ja irgendwo ein Boot sein. Hase. Sieht aber gerade hier überhaupt nicht nach Boot aus. Sieht eher aus nach dem Motto, du sollst hier nicht ins Wasser. Eieieiei. Dann wird es ja jetzt richtig interessant. Da ist natürlich ein Eingang für ein Boot. Nein. Das war nicht mein Plan. Okay, ich suche mir jetzt mal ein Boot und versuche mal da reinzufahren. Hier ist ein Boot. Na super. Das ging fix. Versuchen wir einfach mal in die Mitte rein. Oh nein. Oh nein. Ich bin vom Boot gelaufen. Ich dachte, ich sitze noch drin. Was leuchtet da so komisch? Lassen wir es einfach leuchten. Okay, let's go. Let's go. Auf jeden Fall der richtige Weg. Ich bin jetzt nämlich schon viel weiter drin als eben. Oh Mann, überall Viecher, Gegner, Monster. Taschenlampe aus. Kann ich hier vorne andocken? Jetzt, wo ich noch einmal die Zeit dafür habe. Fällt mir nicht. Wollte ich gerade sagen, pumpe ich nochmal meine Luft auf hier. Das sorgt schon für eine sehr unwohle Atmosphäre.
Bis jetzt ist das hier alles gerade nicht ganz so geil. Eine Tür. Ah, da hatte ich doch irgendwann mal den Schlüssel für gekriegt. Ein Fernglas? Ein neues? Mit Thermalsicht, oder? Okay, ist das jetzt der Ersatz zu meiner Taschenlampe? Finde ich jetzt aber nicht mehr so geil. Da hätte ich eigentlich lieber die Taschenlampe. Weil hier sehe ich jetzt halt gar nichts mehr, ne? Vielleicht kann ich das auch noch ändern nachher wieder. Alles voller Särge. Gräber. Wohlgemerkt Gräber im ersten Stock im Betonboden eines Gebäudes. Aha, neue Teile. Die nehmen wir auch ganz gerne mit. Das mit der Nachtsicht finde ich doof. Bin ich ganz ehrlich. Weil wie gesagt, ich sehe hierdurch jetzt gar nichts mehr. Huch, wollte die Waffe nicht wechseln. Komm da trotzdem nicht durch. Ha! Man muss aber irgendwie an diesen einen Pilz da rankommen, oder nicht? Hier ist übrigens nichts mehr. Was ist dafür hier rüber? Ist da überhaupt irgendwas, was sich zu holen lohnt? Ich glaube nämlich nicht. Außer der Pilz ist da, glaube ich, gar nichts. Lassen wir das erstmal in Ruhe. Gehen hier mal wieder raus. Wie gesagt, ich hätte gerne meine Taschenlampe zurück. Okay, was macht das? Okay, da gehen wir gleich lang. Erforschen wir erstmal noch so ein bisschen das, was vorher schon frei war. Wenn ich hier sowas aktiviere, habe ich immer das Gefühl, da geht es weiter. Und wenn ich da jetzt lang gehe und es geht wirklich da weiter, dann verpasse ich hier wieder irgendwas. Okay, so viel war das jetzt nicht. Hier ist der Weg abgebrochen. Ich finde das überhaupt nicht geil, dass dieses Walviech hier drin ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss noch gegen das Walviech kämpfen. Ich hab's gewusst. Nein. Come on. Na toll.
Hier wollte ich auch sicher ganz unbedingt hin. Mann, Mann, Mann. Das Spiel hat eine so gute Stimmung einfach. Ich merke schon, der Part hier kriegt jetzt, glaube ich, ein bisschen Überlänge. Wenn ich jetzt nicht gleich schnell durch bin. Aber wenn hier jetzt noch ein bisschen was passiert, kommen wir auf Überlänge. Das ist ja auch nicht verkehrt. Oh, drei nice Headshots. Hier geht es halt auch noch runter. Komme ich da rüber, okay. Okay, wo geht's jetzt lang? Hier irgendwo. Eieieiei. Und Horror-Effekte 3, 2, 1. Naja, gut. Genau damit habe ich nicht gerechnet. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt einer um die Ecke. Aber der Wal ist wieder rausgeschwommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Da geht es wieder runter. Dann gehen wir hier halt mal runter. Uiuiuiuiuiui. Meine Güte, diese Stimmung hier drin, das ist echt unglaublich. Kurzen Prozess damit gemacht. Muss ich hier jetzt wieder hoch? Macht das Sinn? Komme ich nicht von da? Och, Junge! Ist doch so langsam nicht mehr witzig, ey. Alter Scholli. Anstrengend. Allein dieses Feeling beim hier rumlaufen, das ist enorm. Das ist wahrscheinlich beim Zugucken nicht das gleiche wie beim selber spielen.
Habt ihr es denn bald? Aber trotzdem noch mal hier runter. Schnell wieder hoch. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich unten bin vor dem Wal. Und es ist einfach so stockdunkel hier. Ohne die blöde Taschenlampe sieht man einfach gar nichts. Also Nachtsicht. Und mit Nachtsicht ist alles viel zu hell. So, nu. Dadurch kann ich ja schlecht. Ach, hier. Jetzt kommt aber gleich der nächste Horror-Effekt. Stehen da ja schon, warten auf... Das ist aber nicht mehr der Wal. Das ist was anderes, was mich hier töten möchte, gerne. Atjom, lebst du noch? Bitte komm, Atjom. Atjom. Atjom, alles klar? Antworte. Ich glaube. Also durch das Tor gehen wir gleich, ja? Was wurde hier getan? Also ich glaube, das hier ist jetzt die Tür. Ja, richtig. Die vorhin von der anderen Seite nicht aufging. Metro 2034. Schön. Okay, schneiden wir mal ein paar Seile durch. Ich mach jetzt erstmal dieses Tor hier auf. So, haben wir schon mal eine Ausfahrt. Dann aktiviere ich jetzt mal das Ding. Ich habe damit gerade das Viech gekillt. Nein, habe ich nicht. Doch, es ist down. Hat aber auch so einiges im Rücken. Geh trotzdem einfach mal beiseite. Und was wir hier sehen, ist unsere wundervolle Motordresine, die wir die ganze Zeit gesucht haben. Halt so quasi gar nichts. Aha. Jetzt kann ich das Ding fahren. Und das Ding fahren wir auch im nächsten Part von Metro Exodus. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat, und ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Vergesst auch beim Abo nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts weiteres mehr verpasst. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei im nächsten Part von Metro Exodus oder vielleicht auch in einem anderen Video. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns wieder demnächst bei Metro Exodus. Tschüss!